Hallo, mein Name ist Stefan und ich bin Tutor im Akademischen Auslandsamt der TU Dresden. Und ich zeige euch heute die Outlook Web App. Mit der Einschreibung an der TU Dresden habt ihr auch eine offizielle E-Mail-Adresse bekommen. Ich empfehle euch, diese Adresse zu nutzen, wenn ihr E-Mails an Mitarbeiter der TU Dresden schicken möchtet. Außerdem sendet euch die Uni alle wichtigen Informationen an diese Adresse. Deshalb solltet ihr regelmäßig euer Postfach checken. Das geht am einfachsten mit der Outlook Web App. Die erreicht ihr in eurem Browser unter msx.tu-dresden.de. Für den Login nutzt ihr euer ZIH-Login und euer Passwort. Jetzt habt ihr Zugriff auf euer Postfach. Das bietet, wie die meisten anderen E-Mail-Programme, neben der Hauptfunktion E-Mail auch einen Kalender und ein Adressbuch. Falls es euch zu umständlich ist, noch ein Postfach regelmäßig zu checken, könnt ihr auch einfach eine E-Mail-Weiterleitung an eure private Adresse einrichten. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Dazu nutzen wir die Optionen, die ihr hinter dem Zahnrad in der rechten oberen Ecke findet. Jetzt könnt ihr verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir gehen weiter zu E-Mail organisieren und können nun festlegen, was mit unseren ankommenden E-Mails passieren soll. Dazu klicken wir das kleine Plus und wählen die erste Option Neue Regel für eingehende Nachrichten erstellen aus. Wir möchten die neue Regel auf alle ankommenden Nachrichten anwenden. Deswegen wählen wir hier die unterste Option aus. Und wir möchten die Nachrichten umleiten an unsere private E-Mail-Adresse. Die können wir jetzt in die oberste Zeile eingeben. Dann klicken wir auf OK, speichern die neue Regel und bestätigen noch einmal unsere Änderungen. Und dann sind wir auch schon fertig. Falls ihr eure neue E-Mail-Adresse lieber in Outlook, Thunderbird, Apple Mail oder einer Smartphone-App nutzen möchtet, findet ihr im Text unter diesem Video eine Anleitung, wie das geht. Das war's auch schon mit unserer kurzen Einführung in die Outlook Web App. Übrigens gibt es auch noch weitere Videos zu den anderen Online-Portalen der TU Dresden.